Folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Auto Wiechert. Mit freundlicher Unterstützung unserer Partner. Sehr gut gemacht. Sehr gut. Hast du auf Stopp? Ja. Jawohl. Ein Traum. Hallihallo. Guten Tag. Der Kollege hat sich nicht verfahren. Ja, ne? Amazing. Wir waren kurz bei Fiat, aber wir haben die Kurve noch gekriegt. Ja, meine Damen und Herren, das ist nicht Uli Pingel hier neben mir. Das ist der Nikolaus. Stellen sich das mal vor. Sie wissen, gestern war Nikolaus, die Laus ist übrig geblieben. Sieht toll aus. Und wir haben ihn, Uli, direkt ins Programm genommen, weil wir gesagt haben, der Nikolaus erinnert so ein bisschen an die Probleme des HSV. Die Probleme des HSV haben inzwischen so einen Bart. Er will große Sprünge machen, hat aber meistens einen ziemlich leeren Beutel. Und insofern freuen wir uns, Nikolaus. Und ich habe gestern gelernt bei Markus Lanz, der Nikolaus ist der Heilige der Armen. Richtig. Ideale Voraussetzung für einen Chefposten beim HSV. Ich würde mich bewerben. Bei uns sitzt du in der ersten Reihe, unser Nikolaus. Dankeschön. Sehr schön. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Da sind wir wieder mit Nachspielzeit, wieder aus dem Auto Wichert Autoterminal in Hamburg-Langenhorn. Und hier ist eine Bombenstimmung. Ne? Ja. Letzte Sendung für dieses Jahr. Richtig. Schön, dass ich auch zu Wort komme, Thorsten. Das ist toll. Wir gehen gleich rein in die Sendung, denn natürlich haben wir heute auch wieder eine Runde uns zusammengesucht, mit der wir über das Thema HSV sprechen. Es ist ja ein bisschen was passiert seit dem letzten Mal. Pause war nicht ganz so lang. Der HSV hat 4 Punkte geholt. Es geht jetzt, glaube ich, wieder richtig bergauf. Ja. Hoffen wir. Man weiß es ja nicht. Wir werden das Ganze analysieren. Wie sieht es sportlich aus? In welche Richtung geht es? Und natürlich auch in der Führungsetage wird der HSV richtig aufgestellt sein in Zukunft. Und dafür haben wir wirklich tolle Gäste. Ne? Genau. Und diese 4 Punkte, die der HSV seit der letzten Sendung geholt hat mit den 3 Spielen, hat, oh Wunder, Thomas Helmer und Heinrich Höper richtig getippt. Oh. Und damit ganz herzlich willkommen, Heinrich Höper, der Fachmann. Er hat richtig getippt. Gar nicht so schlecht. Ich gleich mal fragen, woran das liegt, Heinrich? Dass ich fast immer richtig tippe. Okay, gleich, Heinrich. Wir haben weitere Gäste, unter anderem zum Beispiel einen großen HSV-Fan. Er ist Unterstützer des HSV, Unterstützer des Hamburger Wegs mit Audi. Und er ist auch gleichzeitig Chef von Auto Wichert. Und wir freuen uns, dass er heute in der Runde ist. Ich weiß, er will immer viel über den HSV sagen. Bin gespannt, was er zu sagen hat. Bernd Lahte. Bernd, schön, dass du mit dabei bist. Zum ersten Mal in der Runde. Ne? Und dann haben wir einen Mann da, meine Damen und Herren, an dem haben wir zugegebenermaßen lange gebaggert. Heute hat er endlich mal Zeit. Er ist ein umtriebiger Mann. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Hamburger Kammerspiele, hat dieses legendäre Theaterhaus wieder auf Kurs gebracht. Und er war auch mal HSV-Präsident in den 90er Jahren. Danach lange im Aufsichtsrat. Der Mann kann also aus dem Inner Circle viel erzählen. Er hat übrigens, Uli, das wird dich interessieren, ein interessantes Buch geschrieben, weil das wird für dich jetzt bald interessant. Ich werde 70. Freu dich drauf. Also, das kriegst du als Freiexemplar geschenkt. Wie Dankeschön. 100, insofern, ja. Herzlich willkommen, Jürgen Huhnke. Schön, dass er da ist. Sehr schön. Und last but not least, ein Mann, der in Rente ist. Er ist eine Reporterlegende in Rente. Wobei, Rollo, ich weiß eigentlich gar nicht, was du gehst ja nicht, du bist ja nicht im Ruhestand. Du bist so jung, wirkst so jung. Er wird uns das auch erzählen, was er macht. Er ist mal wieder da, ein Freund unserer Sendung, die Sky-Reporter-Legende. Er kennt sich aus im Fußball, er kennt sich aus beim HSV, ist eigentlich St. Pauli-Fan, aber egal. Oh. Er ist heute hier. Rollo Fuhrmann. Rollo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Und damit können wir anfangen. Ja, wir haben und die Runde etwas flacher gesetzt diesmal. Wir haben gesagt, wir wollen heute kurz vor den Feiertagen, hätte ich beinahe gesagt, den Ball etwas flach halten. Jürgen Huhnke, ich habe es kurz angedeutet, Sie haben ein Buch geschrieben, du wirst 40 wäre schön, du wirst 70, freu dich drauf. Nun wird ja Heribert Bruchhagen irgendwann 70, der ist ja 69. Hat der so ein Buch von Ihnen schon bekommen? Der hat es nicht nur bekommen, der hat es sogar gelesen. Auch bevor es überhaupt gedruckt wurde, hat es auch gelesen. Also 6 oder 7 engere Freunde von mir, das macht man bei so einem Buch auch.
Da lässt man, bevor es in Druck geht, lässt man das erste Exemplar noch einmal durchlesen. Ja, und es heißt, ich muss das richtig stellen, das Thema des Buches kann man falsch verstehen. Es ist eigentlich nicht ein Buch für 70-Jährige, es ist ein Buch für 50-Jährige. Eben. Ja, weil der da 50, kommen wir wieder ins Spiel. Weil das Thema heißt eigentlich, dass ein 50-Jähriger braucht, glaube ich, in der heutigen Situation unseres Lebens einen Plan, ja, wie er zwischen 60 und 90 leben will. Jetzt habe ich Ihnen in einem Nebensatz eben entnommen, dass Heribert Bruchhagen durchaus ein Freund von Ihnen ist. Einer also Ängsten, ja. Ist er der richtige Mann an der richtigen Stelle. Er hat jetzt gerade so ungefähr einjähriges Jubiläum auf diesem Posten wieder. Alles gut, alles richtig? Also es ist ja so, so eine Frage ist für mich schwer zu beantworten, ja, weil er erstmal... Lass mich doch antworten. Ich werde ja gefragt, weil ich ihn erstmal lang gehe. Ich kenne, wir kommen ja beide aus Gütersloh. Ja. Ich habe ihn ja auch vor 20 Jahren von Schalke nach Hamburg geholt als, ja, Sportdirektor. Da war er im Marketingbereich damals von Schalke 04 tätig. Und das waren drei erfolgreiche Jahre. Wir haben immerhin den Verein, das darf man ruhig mal sagen, mit einer für damals hohen Schulden übernommen. Und wir haben ihn ja mit einem großen Plus am Ende übergeben. Also in meiner Endzeit hat der Verein hohe Liquidität. Das war ein bisschen Glück, das, ja, war ein bisschen Zufall, aber im Grunde, weil wir Westfalen haben ja eine gleiche Mentalität, wir geben nicht mehr aus, als wir einnehmen. Das ist doch eigentlich klug. Das ist im Grundsatz. Und er ist ja auf der einen Seite ist ja von der Ausbildung her Oberstudiendirektor gewesen in Gütersloh. Auch unsere Väter kennen sich schon. Also von daher ist eine ganz feste Verbindung. Wir sind natürlich auch privat viel zusammen. In dem Bereich des Sanierens, er hat, glaube ich, nicht falsch eingeschätzt, was für ein großer Sanierungsfall der HSV ist. Und da braucht man natürlich eine gewisse Härte und eine gewisse Konsequenz, um die Dinge auch voranzutreiben. Und um sie am Ende auch zu lösen. Und da muss man ja auch harte Entscheidungen treffen. Das kann nicht jeder, weil er auch ein sehr sozialer Mensch ist. Und das auch ein sehr loyaler Mensch. Loyaler Mensch, ja, sowieso. Ist, also vom Charakter her kann man sich keinen besseren vorstellen. Heinrich, ich weiß, du scharst schon mit den Hufen. Und für die Zuschauer mal, Heinrich Hüpper ist der einzige Talkgast in einer Sendung. Als Moderator hat man ja auch so ein paar Stichworte so drauf. Habe ich von Rolle Fuhrmann gelernt. Genau, und Heinrich hat selbst immer einen ganzen Fragenkatalog und ich glaube Statementkatalog. Er hat einen Antwortenkatalog. Meine erste Frage wäre, weiß Jürgen, dass die Sendung nur eine Dreiviertelstunde geht? Hast du mir gerade erzählt. Ja. Heinrich, bitte. Endlich mal einer, der dir die Stimme also, bietet, Heinrich. Sind wir denn auf dem richtigen Weg? Wir sind jetzt nur Harry drei Bert, Wochen weiter, aber bist du guten also, Mutes? Heribert Brucher, wir haben einen Präsidenten, der Ruhe in den Verein gebracht hat. Vorstandsvorsitzender. Genau. Ist der Präsident. Nein. Nicht? Wir haben einen Vorstandsvorsitzenden. Ja, ja. Ja, Präsident vom e.V. Ja. Naja, ist okay. Wir haben einen Präsidenten und jetzt haben wir einen... Die AG hat keinen Präsidenten. Die AG okay. hat einen Vorstandsvorsitzenden, der Ruhe da reingebracht hat in den Verein. In einem Verein ist es ja so, dass du Verträge übernimmst, Verträge, die schmerzen, sehr viele Verträge, die schmerzen. Wobei in der Vergangenheit ist ja nicht alles verkehrt gemacht worden. Wir haben, ohne dass es jemand gemerkt hat, haben wir heute einen sehr starken Nachwuchsbereich. Es war immer so, dass die Jugendmannschaften irgendwo Platz 10 bis 15 oder 16 eingenommen haben. Und im Moment stehen sie bis auf eine Mannschaft, glaube ich, die auf Platz 4 steht, alle an erster Stelle. Und das ist eine gute Voraussetzung. Das ist natürlich nicht von Heribert zu verantworten. Aber wenn man mich fragt, er macht einen guten Job. Und im Moment ist jemand dabei und möchte den Verein umkrempeln. Und man möchte mit Heribert nicht verlängern. Ich finde das vollkommen falsch. Der Heribert kann ruhig noch 3 Jahre machen. Das weißt du aus sicherer Quelle? Habe ich letztes Mal doch gesagt. Ja, du musst deine eigene Sendung mal sehen. Ja, aber nochmal nach, ne, bei dir. Heinrich, du glaubst gar nicht, wie oft ich angesprochen worden bin in den letzten vergangenen 3 Wochen auf deinen geheimnisvollen Milliardär, den du uns letztes Mal angekündigt hast, der den HSV übernehmen will. Ja, wer ist es? Heute muss es raus. Ich habe gesagt, ich habe einen Freund, der hat einen Freund. Ja. Das hat jeder irgendwie. So. Hoffentlich. Und wie soll ich es formulieren? Ja. Ist da noch was hinter den Kulissen? Geht richtig los. Das geht richtig los. Und du wärst dann Aufsichtsratschef oder wie müssen wir uns das vorstellen? Gottes Willen nicht. Ich bin Schlachter. Auch nicht die schlechteste Voraussetzung vielleicht. Guck mal, Thorsten, was ich hier habe nämlich. Wenn wir zu Rollo Fuhrmann kommen, bei Rollo muss man sagen, Freund der Sendung habe ich gesagt, aber im Herzen St. Paulianer. Er ist doch Mitglied des FC St. Pauli, glaube ich, ne? Ja. Rollo. Und deswegen, der Weihnachtsmann hier, oder Nikolaus, das ist es eigentlich, vom FC St. Pauli, wurde geklaut vor Beginn der Sendung. Und Rollo, für dich tue ich ihn jetzt hier mal wieder zurück.
Ne? Der gehört auch der. Ach, das du ist hast ihn geklaut. Nein, ich nicht. Das waren die HSV-Fans. Vorbereitete Pointe. Insofern, ich hoffe, du fühlst dich sozusagen ein bisschen wohler. Auch ohne Nikolaus. Auch ohne Nikolaus. Wie blickst du denn auf die aktuelle Situation? Du siehst es ja entspannt jetzt. Ich habe gesagt, als Reporter bist du in Rente gegangen. Natürlich bist du immer noch sehr aktiv im Fußballgeschehen, sagen wir, unterwegs und interessierst dich natürlich auch. Was denkst du im Moment, wenn du auf den HSV schaust? Sportlich, denke ich, ist vieles im Lot. Also ich habe Hoffenheim ganz gesehen und Freiburg habe ich auch gesehen. Ich habe ja einen Eurosport-Player. Gut, das Spiel hätte man sich sparen können, aber am Ende war ein Punkt. Punkt. So, das ist sportlich. Ja, und das andere, da rauschen so Zahlen durch die Gegend. Ich muss zugeben, ich weiß nicht, ob ihr das denn vielleicht genauer wisst, welche Zahlen denn nun tatsächlich stimmen, und man redet immer von 105 Millionen Euro Verbindlichkeiten. Die anderen reden von 40 Millionen. Dann einige sagen, die sind dann auch irgendwie im nächsten Jahr weg. Also ich blicke da nicht ganz durch. Ich weiß auch nicht, ob auch nicht. Das allgemeine Volk, Fußballvolk, so wie ich, dann da durchblickt. Also ich habe aber die Vermutung, dass das durchaus noch nicht in sicheren Tüchern alles ist und dass das die finanzielle Situation des HSV auch nicht richtig gesund ist. Da weiß sicherlich, wissen die Spezialisten, die Insider, ehrlich ein bisschen mehr. Aber ansonsten muss ich sagen, die Situation war in den letzten Jahren schon viel kritischer. Aber können wir denn damit zufrieden sein? Und die Frage gebe ich dann vielleicht an Bernd Glate auch weiter, weil der Mann unterstützt mit seiner Firma und auch mit dem menschlichen heraus, aus dem menschlichen Zusammenhalt heraus den HSV ja lange, unter anderem auch beim Hamburger Weg. Wenn so ein Mann wie Rollo, der ja nun ohne Zweifel ein Fachmann ist, sagt, wir können spielerisch einigermaßen zufrieden sein, können wir denn als Hamburger zufrieden sein, wenn der HSV kurz vor Ende der Winterrunde auf dem 15. Platz hängt und wir feiern den Nicht-Abstieg immer wie eine Meisterschaft. Bist du da zufrieden? Es wird immer wieder spannend. Und im Moment denke ich an die Worte von Heribert Bruchhagen, der irgendwann vor circa 2 Monaten mal gesagt hat, zur Pause werden wir mit 18 Punkten dastehen. Das heißt, uns fehlen jetzt noch mal ein paar Punkte. Da wollen wir hoffen, dass wir die holen. Das wirst du nachher wieder besser beurteilen können. Was ich gut finde, ist, dass man den jungen Leuten jetzt eine Chance gibt. Da wächst wirklich was nach. Und da sollte man ruhig mal Gas geben. Mittlerweile hat sich die Mannschaft, finde ich, auch ein bisschen gefestigt. Es ist ein Team geworden. Das ist nichts anderes als in einem normalen Wirtschaftsunternehmen auch. Da muss man Hand in Hand arbeiten. Und der eine muss für den anderen auch mal die Kohlen aus dem Keller holen. Und das macht für mich zumindest gibt mir einen Hoffnungsschimmer, dass wir dann am Jahresende nicht wieder so ein Spiel gegen Wolfsburg haben, wo so ein Waldschmidt da das entscheidende Tor schießt. Insofern hoffe ich jetzt auf Sonnabend. Man kann nicht davon ausgehen, man muss ja die Ansprüche berücksichtigen. Ja. Ich habe von den letzten Jahren gesprochen. Ja. Und da sind wir uns ja d'accord. Sieht das auch mit den jungen Leuten und so, sieht es eigentlich gar nicht schlecht aus. Natürlich, wenn wieder es losgeht, sollte man jetzt noch ein Spiel gewinnen oder noch mal 4 Punkte holen oder 6. Wenn dann wieder Leute von Europa und sowas alles reden, also davon würde ich jetzt nicht reden wollen. Der war ja schon nach Hoffenheim, ne? Der war schon. Ja, genau. Und dass wir gegen Freiburg gespielt haben, hat ja kein Mensch mitbekommen. Ja, also das ist natürlich eine Weltklasse-Leistung der Mannschaft. Wir beurteilen jetzt die Situation angesichts der letzten Jahre. Ne? Und wenn dann man irgendwann wieder das höher geht und so weiter, dann ist ja alles gut. Aber das steht im Augenblick, glaube ich, nicht zur Disposition. Wie positiv ist denn, Herr Hundke, der Heribert Bruchhagen, wenn Sie mit ihm sprechen? Weil er kennt die Situation im Moment ja so gut wie kein anderer als Vorstandsvorsitzender. Muss er das? Wie bewertet er das? Ist er auch so einer, der nach dem Sieg gegen Hoffenheim schon wieder euphorisch wird und sagt, alles ist gut? Oder sieht er das doch sehr realistisch? Sie wollen jetzt wissen, wie oft ich mit ihm gesprochen habe. Ja, ja, genau, ja, das auch. Und das vorüber. War ja klar. Also, wir sprechen gar nicht so viel über Fußball. Wir glaube, wir schätzen das beide richtig ein. Ich schätze es nicht so ein wie meine Vorredner. Ich glaube, man muss einfach fair erkennen. Also, natürlich ist es eine Vorweihnachtszeit. Jetzt wollen wir auch in der Vorweihnachtszeit was Schönes sagen. Aber ich glaube, die Situation ist nicht so schön, wie man sie sieht. Denn man muss ja auch, gut, ich bin nur
auch am Ende nur ein Außenstehender, bin kein Fußballtrainer, aber ich lebe auch Fußball, ich liebe auch Fußball und ich kann auch Fußball beobachten einigermaßen. Und das ist der HSV, dem fehlt natürlich die Qualität. Das muss jeder, der vom Fußball etwas versteht, das sieht man an den vielen Abspielfehlern, das sieht man, dass das Spiel, was sie treiben, viel Kraft kostet. Und ich bin etwas skeptisch, ob sie in der Rückserie diese Kraft am Ende noch haben, ob sie die Konditionen haben. Denn in der Rückserie wird es darauf ankommen, denn das ist auch ein altes Beispiel, was Harry Bruchhagen im Fußball, und was wir immer ausgetauscht haben in schwierigen Situationen, dass wir gesagt haben, der Fußball ist deswegen so interessant, weil 18 Autohäuser, wenn die alle Millionen Gewinn machen, dann geht es in allen gut. Beim Fußball steigen immer drei ab, ja, egal was. Und das macht ja das Spiel so interessant. Ja. Und darum wird man am Ende sehen, das ist ja die Faszination auch des Fußballs. Ich habe mal Spiele gesehen in Brasilien, wo ich mit dem HSV in Brasilien war oder auch in Japan. Da waren mal manchmal Spiele, da waren nur 20 Zuschauer. Das ist das uninteressanteste Spiel, was es gibt. Also Fußball wird nur dadurch interessant, dass Menschen da sind, dass Stimmung da ist, dass der Wettbewerb da ist und am Ende, ja, im Grunde, dass es finale Spiele gibt, ne? Oder die Liga oder Pokalwettbewerb oder die europäischen Wettbewerbe. Und das muss man wissen. Und ich glaube, dass ich hoffe für den HSV, denn das Spielsystem, was sie im Moment betreiben, ist sehr kraftraubend. Ne? Und das sehen die anderen Vereine auch. Und es spielen ja, Terry Bruch auch gesagt, wenn wir ihn zitieren, dass mittlerweile 10 Vereine um den Abstieg spielen. Das kann man im Moment noch gar nicht sehen. Es wird die Rückserie entscheidend sein. Wer hat die Kraft? Wer spielt? Wer hat die meiste, auch die Schnelligkeit? Schnelligkeit hat sich, der Fußball hat sich vollkommen verändert. Aber man muss doch mal die entwickeln. Also durch die Schnelligkeit? Ja, aber man muss doch auch mal jetzt fußballerisch auch eine kleine Entwicklung sehen. Zum Beispiel hatte ich den Eindruck, dass es lange Zeit kein Team war. So. Das ist das Erste. Wenn ich jetzt Papadopoulos sehe, wenn ich Mavrai sehe und so weiter, dann muss ich sagen, dass sie hinten sehr gefestigt sind. Das zeigt ja auch, dass sie wenig Gegentore jetzt gekriegt haben. Aber nicht also ist, ja, Moment, Müller ist ja auch noch verletzt. Dann sehe ich vorne frischen Wind durch Fiete Arp. Also ich sehe durchaus, erstens ist es ein Team. Zweitens hat es genug Kraft, finde ich. Das sehe ich auch immer wieder. Ja. Nicht so wie, dass man wieder in der 60. Minute völlig abbaut. Und ich sehe auch spielerische Ansätze. Das ist, man muss doch sehen, woher man kommt. Man kann doch jetzt nicht, natürlich liebe ich guten Fußball, aber wenn es danach geht, dann stelle ich jetzt mal die kühne These auf, dass weder der HSV noch Frankfurt noch Stuttgart noch Schalke noch Leverkusen noch Werder in den nächsten 10 Jahren, wenn das so weitergeht, irgendwie deutscher Meister werden oder um die Plätze 1 bis 3 mitspielen. Und da kann jetzt noch sowas alles passieren, das wird nicht geschehen, weil die da oben Dortmund, Bayern und Leipzig zu weit weg sind einfach. Auch finanziell. Also worüber reden wir? Wir reden darüber, das zu festigen, dass man nicht wieder Relegation spielt, dass man nicht wieder Abstieg spielt. Das ist im Augenblick das Zentrale. Und da sehe ich durchaus gegenüber der letzten Saison, ich sehe eine Mannschaft. Also wenn ich Papadopoulos sehe, wenn ich Mavrai sehe, so wie die gekämpft haben und auch wie Martinha mitgeht. Die haben ja leider nur gegen Hoffenheim gekämpft. Ja, das war was, und das ist ja bei diesem Verein das Eigenartige. Sie spielen Weltklasse und danach brechen sie wieder vollkommen zusammen. Und der Nachteil in dieser Saison ist eigentlich der, dass du wahrscheinlich, um auf der sicheren Seite zu sein, 40 Punkte gebrauchst. Ja, sehe ich so. Ich sehe das nicht so. Ja, natürlich. Ich möchte es noch einmal vertiefen. Natürlich kann man das so sehen. Es ist ja immer unterschiedlich in so einer Diskussion, ob ich das als Fan sehe oder eine Wünsch-dir-was-Veranstaltung ist. Oder ob es bringt ja auch den Zuschauern eigentlich nur das, wenn man es mal ganz realistisch sieht. Und realistisch muss man sehen, in der letzten Serie, wann ist die Verbesserung eingetreten? Da ist im Winter nachgelegt worden, da ist ein neuer Trainer gekommen. Ja, das war eine besondere Situation, das Publikum war hochsensibel, hat mitgemacht. Das kann man nicht immer wiederholen, diese Situation. Also wir werden wahrscheinlich nicht das Geld haben, der Verein wird nicht das Geld haben, vermute ich mal. Aber das kann sich ja alles ändern von heute auf morgen, wenn Milliarden Leute vor der Tür stehen. Aber wenn die nicht vor der Tür stehen, wenn ich mit den gleichen Spielern spiele, dann habe ich eine andere Situation. Dann wird das ein anderer Endkampf werden. Aber es ist doch witzig, dass ich jetzt den HSV sozusagen hier verteidige. Ja, ich bin gegen den HSV. Ja, aber ihr seid skeptisch. Ihr habt diese Skepsis. Das war kein Skepsis. Ich habe nur mal aber, ja, im Winter versucht zu erklären. Und diese Leute, die gekauft worden sind, die hauen doch jetzt auch, die schlagen doch auch durch. Also es ist ja nun nicht ja, so, wir dass... Wir haben ja noch so ein paar Baustellen, also wenn du Fußball, die nicht so ja, durch... Ja, die nicht so... Also, das gibt's aber immer. Es bleibt diese ja, es bleibt ja mein Thema, wenn ich jetzt hier den unseren eventuell neuen Aufsichtsrat Marcel Janssen sehe. Und er schreibt da... Fiete Arp brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber dass Bobby Wood nun eine wahnsinnige Verstärkung für Fiete Arp ist. Ich sage dir, Felix Magath hat in Wolfsburg mal eines gemacht. Er hat den Patrick Helmes in die zweite Mannschaft gesetzt, hat gesagt, wenn du im Kopf wieder okay bist, dann sagst du Bescheid.
Und dann, wenn wir uns unterhalten, dann kannst du vielleicht wieder erste Mannschaft spielen. Es hat 12 Wochen gedauert und dann hat er gesagt, ich glaube, es klappt wieder. Und hat anschließend Tore geschossen wie am laufenden Band. Die Gefahr ist natürlich, wenn du unseren Amerikaner da in die zweite Mannschaft nimmst, dann verliert die auch nur noch. Ja, ehrlich, jetzt, glaub mir das. Und jetzt muss ich dich stoppen vor dir selbst, bevor du noch mehr. Bobby Wood hat letztes Mal von dir schon so viel abbekommen, der verklagt dich bald. Das ist wirklich. Deswegen machen wir eine ganz kurze Pause, würde ich sagen. Gleich sind wir wieder da. Zweiter Teil. Bleiben Sie dran. Wenn der ein Tor schießt, lade ich ihn zum Essen ein. Kann er jeden Tag dreimal zum Essen kommen. Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer. Und wir talken weiter natürlich über die aktuelle Situation des HSV und haben eben schon gesagt, sportlich ist das so ein Pflänzchen, was wächst und was wir auch gar nicht kaputt machen wollen, sondern was hoffentlich weiter wächst. Wir wollen jetzt darüber sprechen, wie der HSV denn aufgestellt sein wird in Zukunft. Der Aufsichtsrat, der wird sich neu aufstellen, das ist klar, an der Vorstandsspitze, eventuell im Sommer dann mit Heribert Bruchhagen. Passiert auch vielleicht was. Also es sind spannende Zeiten. Und wir haben ja mit Bernd Glate einen erfolgreichen Geschäftsmann in der Runde. Bernd, und wenn du das manchmal so verfolgst als Fan des HSV, wie der HSV geführt wird, wenn du dann die Bilanzen siehst und am Ende ist wieder ein Minus und trotzdem wird so weitergemacht, denkst du da nicht auch manchmal, so, wenn ich das so in meinem Unternehmen machen würde, würde das nicht so laufen? Denkst du auch manchmal, was machen die da bloß? Da verzweifelt man doch, oder? Ja, verzweifeln vielleicht nicht, aber man hat schon seine eigenen Gedanken. Aber wir wollen ja nicht über uns hier reden, sondern über den HSV. Und ich sagte eben auch schon mal, dieser kleinen netten Pause, die wir hatten, manchmal habe ich so das Gefühl, die haben ja tolle Chancen da vorne. Erstens haben sie Pech, dann schießen sie gegen die Latte oder so ein Stückchen nebenbei. Aber oftmals habe ich auch das Gefühl, die haben einfach Angst. Die haben nicht genügend Selbstvertrauen, so wie jetzt im letzten Spiel gegen Hoffenheim, der Gideon Jung, einfach mal drauf zu kloppen aus 20 Metern und das Ding ist drin. Wenn ich das nicht versuche, dann weiß ich nicht, was bei rumkommt. Und Tore werden nur vorne geschossen. Ja, aber das ist die sportliche Seite. Aber wenn du mal auf die Vereinsführung schaust, wie dieses Unternehmen, das ist ja nichts anderes letztendlich als ein großes Unternehmen, was geführt werden muss. Ich bin Trainer im Autohaus, ich kann nichts anderes. Ich bin kein Trainer beim Fußball, sonst würde ich vielleicht auch für ein Millionchen arbeiten und mich nicht mit Peanuts abgeben, sondern... Und gleich die Trainer. Ja, wir weinen nachher zusammen. Genau. Da will ich mich gar nicht groß einmischen. Aber was ich gut finde, ist eben, dass die jungen Leute jetzt wirklich mal eine Chance kriegen und auch mal die Möglichkeit haben, hau doch einfach mal drauf. Versuch es einfach mal. Aber wir Guck nicht so skeptisch, das wird schon was am Wochenende. Du guckst mich so an. Wir haben ja mit Jürgen Hulke einen ehemaligen HSV-Präsidenten hier an Bord heute. Und mich würde mal interessieren, wenn wir solche, ich nenne das mal salopp, solche Quasselrunden wie diese, gibt es ja viele verschiedene. In sämtlichen Medien, in den Printmedien, überall im Internet sowieso, melden sich die sogenannten Fachleute und sagen oder glauben zu wissen, wie es besser sein muss, wie ein Verein besser zu führen ist, was die spielerisch machen müssen. Herr Hunke, aus Ihrer Zeit, wie sehr nimmt man das, wenn man an der Vereinsspitze in der Verantwortung steht, überhaupt wahr? Was da so von außen an, man sagt, glaube ich, Kakophonie kommt, die Tipps der sogenannten Fachleute und derer, die es werden wollen, beeinflusst einen das in irgendeiner Entscheidung? Blendet man das komplett aus oder wie geht man damit eigentlich um? Also Fußball und das unternehmerische Tun, das unterscheidet sich nicht viel. Also das Problem ist natürlich, dass viele Leute, das sprengt den Rahmen solch einer Veranstaltung. Ich will ja, dass alle schnell zu Wort kommen, weil man mir immer unterstellt, dass ich dann vielleicht zu viel in so einem Thema sage. Man kann das aber in zwei Worten nicht genau ausdrücken. Ja. Das heißt, das Problem war des Fußballs und auch das Problem des HSV ist, dass in der Vergangenheit, was ja eigentlich schön ist, viele das ehrenamtlich gemacht haben. Und dass im Ehrenamt natürlich viele Leute auch kommen, die gar nicht die Qualifikation dafür haben, so ein Unternehmen zu führen oder an der Spitze zu führen. Und so ein Unternehmen muss auch, also so ein Unternehmen wie der HSV muss so geführt werden, wie auch ein Unternehmen. Ne? Durch die Vorbildfunktion des Chefs, durch Motivation, auch durch unangenehme manchmal Entscheidungen, aber mit einer klaren Linie, einer richtigen Philosophie. Und das ersetzt sich aus vielen, vielen Details. Ne? Ja. Und dieses ist beim HSV immer unprofessionell gewesen. Das liegt natürlich daran, dass in der Vergangenheit immer, die letzten 30 Jahre, das muss man mal zurück
zurückdreht. Ich habe heute einen langen Bericht in der Sportbild gesehen von Herrn Kals. Das kann man immer sehr schön erklären, aber auch die haben vor 30 Jahren schon finanzielle Probleme gehabt. Und man muss ja mal überlegen, warum. Wir haben ja mal das Beispiel, wir standen mal zu meiner Zeit auf dem gleichen Niveau wie Bayern München. In der gleichen Situation, gut, München hatte das Olympiastadion, dadurch haben sie jedes Jahr 2 Millionen eingenommen. Diese 2 Millionen haben sie aufs Festgeldkonto gelegt. Und in 10 Jahren sind aus den 20 Millionen, da gab es ja noch viel Zinsen früher, 40 Millionen geworden. Das waren Zeiten, ja. Und das war die, ja, aber das war die Reserve, die sie richtig eingesetzt haben. Und sie haben Kontinuität gehabt in der Führung. Das haben wir alles hier nicht gehabt. Und jetzt sage ich, das ist kein böses Wort, ich sage, Norderstedt hat sicher mit dazu beigetragen, ja. Dass dem HSV heute so schlecht geht, weil der HSV hat einen Grundfehler gemacht. Ich habe damals versucht, das zu verändern. Ich habe leider das auch am Ende nicht richtig durchgesetzt und auch nicht, hätte, glaube ich, eine Mehrheit bekommen in dem Moment. Da bin ich mit 99% noch gewählt worden. Wir hätten den Breitensport anders organisieren müssen. Es gibt keinen Verein in Deutschland, keinen Fußballverein, der ein größerer Breitensportverein ist, Universalsportverein als der HSV. Ja, also Bayern hat das ausgegliedert, Bremen haben das, alle Vereine haben 1, 2 Breitensportvereine. Ja. Und somit haben wir natürlich, wenn sie das als e.V. betreiben, kommen natürlich die Leute aus dem Breitensport, die am Ende den Fußball führen. Also zu meiner Zeit, ich habe überhaupt die Supporters erfunden, ich habe auch den überhaupt die Unterstützer erfunden. Es gab ja früher noch nicht mehr eine Abteilung für den Fußball. Es waren eben die Hockeyleute, die Tennisleute, die den Verein im Grunde geführt haben. Und das war der Strukturfehler, der vor 30 Jahren entschieden ist. Und da hat man natürlich durch Kredite das gemacht. Auf einmal waren 15 Millionen negativ ein Saldo bei der Sparkasse, da sind sie alle weggelaufen, da stand ich alleine. Und nur durch den Doll haben wir das dann irgendwie wieder hinbekommen, was ja auch Glück ist. Glück muss man im Leben. Übrigens haben auch Leute, das ist wie im Unternehmen, man muss auch Glück haben. Man muss als Mensch Fortun haben, wenn man sich an der Spitze solch eines Vereins fühlt. Ja, das sind ganz klar... Ich sage doch, das ist genau, was fehlt. Die Leidenschaft, die Begeisterung für diesen Sport. Dass man die richtige Entscheidung trifft und dass man auch mal unangenehme Entscheidungen... Ich meine, ich habe mal, das kann ich ruhig mal, weil es ja eine Hamburger Sendung ist, ich habe mal einen historischen Fehler gemacht. Ich war 6, 8 Wochen in Amt, da waren 15 Millionen Minus auf der Bank. Und da bin ich zu der Geschäftsführerin gegangen und sagen, sagen Sie mal... Welche Bank hat euch denn so viel Geld gegeben? Da waren noch viele Leute aus den Beiräten, die dann auch beim HSV mitgemacht haben. So, dann habe ich sagt die Geschäftsführerin, wie viele Ehrenkarten haben wir? Sagt sie 3.000. Ich weiß nicht, ob du auch schon Journalist damals war. Da habe ich an einem Schlag 3.000 Briefe verschickt, habe gesagt, sie möchten mir alle mitteilen, mit welcher Berechnung sie die Ehrenkarte haben. Es waren 70.000 pro Spiel, habe ich alle abgeschafft. Da hat mich die Stadt, gab's aber auch ganz große Kritik dran. Da hat mich die Stadt 10 Jahre durch, wahrscheinlich haben sie es bis heute nicht vergessen. Ja. Da hat der NDR und andere, die hatten 100 Ehrenkarten, die waren weg, außer Uwe Seeler und die Behinderten. Die brauchten das nicht, die sollten ihre Ehrenkarten behalten. Aber das waren 70.000 pro Spiel. Ich kann nicht, wenn ich Minus habe und meine Rechnung nicht bezahlen kann, meine Spieler nicht bezahlen kann, so einige Monate habe ich sie selber noch bezahlt, dann kann ich nicht für 70.000 Ehrenkarten geben. Aber das versteht man in so einem Verein nicht. Also die Historie, das muss man irgendwann mal aufarbeiten, liegt darin, dass der Verein immer stolz war, wir sind ein Universalsportverein. Ja. Das will ich mal eine kleine... Weil Heinrich, guck mal auf deinen Zettel, hast du noch was draufstehen? Nimm schon mal Anlauf. Dann machen Sie doch nicht so... Das führt doch... Ich meine, das kann eine historische Aufarbeitung, nein. Es war die Frage, war die Frage, ja, aber die Frage ganz klar. Die Frage war der Einfluss der Leute von außen, der sozusagen, sag mal, der Klugscheißer, ob man das in verantwortlicher Position, in der sie ja nun auch lange genug waren, wahrnimmt und wie man das wahrnimmt und was für Schlüsse man daraus zieht oder auch nicht. Ich sage, man darf nicht mehr ausgeben, als man einnimmt. Eine ganz einfache Regel. Ja? Das habe ich von meinem Vater gelernt. Mein Vater sagte immer, was du nicht ausgibst, musst du nicht verdienen. Ja. Und das hat mein ganzes Leben. Ich bin 52 Jahre selbstständiger Unternehmer. Ne? Ja. Ich habe noch nie Minus gemacht in meinem ganzen Leben. Das ist Glück. Glück, Zufall, aber weil ich immer sparsam war. Und man kann auch manchmal, bevor man Geld ausgibt, kann man das auch durch Begeisterung ersetzen, durch Motivation ersetzen. Ich habe mal Ihren Sender, wo Sie sind, den wollte ich auch mal übernehmen, finanziell übernehmen. Lange her. Das ist der Milliardär, von dem du gesprochen hast. Lange her mit einem Konsortium von mehreren Spielern. Da haben wir auch gesehen, wie schwer das war. Woran ist es gescheitert? Nein, das wollen wir jetzt wirklich. Ja. Um Himmels Willen, wir kriegen größte Schwierigkeiten. Gehaltserhöhung, ich bin dabei. Nein. Aber ich will nur mal sagen, es gibt eine Ursache dafür. Wo eine Wirkung ist, eine Ursache. Wird Ihnen jeder erzählen. Und man darauf wollte ich ja hinaus. Man muss an die Ursachen ran. Ja, ich werde jetzt nicht aus dem Nähpässe, weil ich könnte es in einem Buch schreiben, das werde ich aber nicht machen. Vielleicht mache ich es doch mal irgendwann. Das nächste Buch heißt dann, wir werden 80. Aber erst zu einem Zeitpunkt, wo man vielleicht nicht mehr lebt. Eines der Themen ist vielleicht das, wenn wir Bayern München nehmen, da ist ein Fleischer oder Schlachter die federführende Figur. Ja. Wenn wir Schalke 04 nehmen,
Auch. Ein Schlachter, ein ganz großer, die federführende Figur. Also musst du ran. Und wir haben in Hamburg keinen Schlachter. Nur der falsche Position. Die Frage ist doch jetzt im Grunde genommen, bevor das hier nur historisch alles aufgearbeitet wird, die Frage ist doch letzten Endes zugespitzt, so, Aufsichtsrat, Jens Meyer oder Kühne? Jetzt können wir doch mal, das ist doch wieder der Gegenpart. Das ist doch albern. Nein, das ist doch nicht albern. Das ist nur Geld entscheiden. Nur, wir haben doch gar keine Möglichkeit ohne Geld. Wer will denn, es gibt keine Bank, dem HSV Geld, es gibt keine Sponsoren, es gibt keine Investoren. Aber ich habe gehört, ohne Kühne würden diverse Sponsoren bereitstehen. Ist nicht so. Ist nicht so? Nein, ist nicht so. Also, das, was der HSV, das hört so weg mit dem Satz da. Die momentane Situation ist doch die, ich verstehe jetzt nicht, warum ein Jens Meyer jetzt anfängt und will den Verein total umkrempeln, einen ganz neuen Aufsichtsrat. Ich an seiner Stelle hätte gesagt, der Aufsichtsrat hat unter den gegebenen Möglichkeiten, das waren gute, sehr gute Geschäftsleute da drin, hat er optimal gearbeitet. Und ich würde jetzt doch nicht das Risiko eingehen, einmal gegen Kühne und jetzt mit ganz neuen Leuten, das Ganze nochmal. Wobei sie sich jetzt ja geeinigt haben, so scheint es zumindest. Das Entscheidende ist doch, auch wenn der HSV finanziell in bessere Bahnen kommt und ohne einen Herrn Kühne leben könnte, dann muss man den Kühne doch immer als Notnagel behalten, falls mal was ist. Wenn mal wieder die Steuer aus heiterem Himmel kommt oder irgendwas passiert. Und ich würde doch niemals das Risiko eingehen und wenn der Kühne bei dem Geld, was er gegeben hat, dann hat er ganz einfach einen Anspruch darauf, dass ein Gernhardt oder irgendein Vertrauter in dem Aufsichtsrat sitzt, damit er ein bisschen Überblick hat, was passiert eigentlich da. Wollte ich gerade fragen. Und darf ich noch einen Satz sagen? Ich bin doch noch gar nicht zu Ende. Oh, ja, alles klar. In meinen Augen ist das vielleicht auch eine Vorbereitung jetzt, eine Vorbereitung für den Fall, dass man kann sich ja aus dem Gremium heraus, die sechs, die dann da sitzen, werden sich einig, so ein Vorstandsvorsitzender beim HSV verdient ja ganz gut und dann gibt es auch immer eine ganz gute Nicht-Abstiegsprämie. Und dann hat man ein gutes Gehalt. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass einer von den sechs irgendwann mal unser Vorstandsvorsitzender wird. Ja, aber das Entscheidende, was du gesagt hast, ist eben mit der entsprechenden Leidenschaft dafür arbeiten und zu kämpfen. Das ist wichtig. Wenn du morgens zur Arbeit kommst und hast eine scheiß Laune, dann kannst du lieber gleich zu Hause bleiben, weil du nichts erreichst. Aber wenn ich morgens vor dem Spiegel... Ja, aber das Problem ist, wir als Unternehmer können uns morgens nur selber motivieren, in den Spiegel gucken beim Rasieren und sagen, Mensch, das wird ein schöner Tag heute. Die Ursache fängt doch schon da an. Da muss man, also ich habe mich vor Wochen mal hingesetzt, und habe mal alle Einnahmen des HSV mir angeschaut. Ne? Das ist ja ein ganz konkretes Beispiel. Ausgaben, die Ausgaben sind ja da, die kann man relativ durch Verträge kann man die relativ wenig verändern. Aber wo kann man an den Einnahmen etwas machen? Also das ist das einfachste Beispiel. Wir haben kaum eine Chance. Wir finden keine Sponsoren im Moment. Jeder Sponsor sagt, geht doch zu Herrn Kühne. Wir finden keine Investoren. Jeder Investor sagt, geht doch zu Herrn Kühne. Ich habe das Gleiche beim Handball mitgemacht, mit Herrn Rudolf. Ja. Wir haben versucht, Leute zu finden und alle haben wir uns bemüht. Dann haben wir jemanden mal gefunden, der 50.000 mal 10.000, das war... War dann nicht kleiner das ganz Stein, große Geld. Das war ein kleiner Aber das ist ein ganz interessanter Gedanke, den Sie da reinbringen, dass im Schatten von Herrn Kühne... Dann die Zuschauereinnahmen kann man nicht mehr steigern. Dann sind wir in vielen Dingen, hängen wir ab vom Tabellenplatz. Also zum Beispiel in Fernseheinnahmen, da hat der Verein gar keine Möglichkeit. Das wird in Frankfurt entschieden. Also Sie müssen noch mal nach der Einnahmesituation gehen. Und da haben Sie überhaupt keine Möglichkeit, außer den sportlichen Erfolg. Und für den sportlichen Erfolg brauchen Sie in der heutigen Zeit, gerade durch die gestiegenen Fernseheinnahmen, brauchen Sie natürlich jetzt viel mehr Geld, um neue Spieler zu gewinnen. Wir haben gar nicht die Zeit, dass über Jugendliche, dass man das macht, dass man da zwei, drei junge Leute reinwirft. Das ist sicher wichtig, ist auch natürlich mit einem hohen Risiko verbunden. Weil der Fan ist ganz schnell, der ist heute Hosianna und morgen... Ja, das ist doch geglückt mit Fiete Arp und mit dem... Ja, mit dem mit aber dem so wie Sie es beschreiben, ist es ja eine aussichtslose Situation. Da beißt sich das ist eine Aussichtslose Situation. Ich war ja der größte Kritiker von Herrn Kühne, gebe ich ja zu. Ich habe ja einen Gegenentwurf zur Satzung gemacht, weil ich der Meinung war, es war eine historisch falsche Entscheidung. Und die falscheste Entscheidung war eigentlich die Satzung. Das hat nur keiner gemerkt. Das ist alles damals in Euphorie entstanden bei der Abstimmung. Also ja, es gibt überhaupt keine Information mehr. Wir können gar nicht diskutieren über Bilanzen, weil wir gar nicht wissen, wie sind die einzelnen Positionen versteckt. Aber der Rollo-Schaden den Füßen, und den müssen wir unbedingt mal dazu nehmen jetzt. Ich habe gerade was dazu gesagt mit den Sponsoren. Wenn ich das jetzt richtig höre, dann ist das doch so, dass der
Kühne auf der einen Seite zwar der Geldgeber ist, Segen und Flucht gleichzeitig. Ja. Auf der anderen Seite verhindert im Prinzip, wenn ich das richtig sehe, neue Sponsoren und vieles mehr. Das heißt, die Einnahmenseite kann dadurch, durch diese ganze Sache nicht abgedeckt werden. Moment, ich stelle ja nur dar, was jetzt gerade, wie es gerade ist. Das heißt also, es läuft ja doch auf zwei letzten Endes unterschiedliche Konzepte hinaus. Das eine Konzept, wenn ich das richtig sehe, es soll alles so bleiben, wie es ist. Das heißt, Herr Kühne finanziert das weiter, springt auch mal ein. Das andere Konzept, der Gegenentwurf... Springt auch mal ein. Ja, springt auch mal ein. Das andere Konzept ist, dass nämlich der Fluch, das heißt, so kommen wir nicht weiter, und zwar mit den anderen Einnahmen, mit neuen Sponsoren und so weiter. Das heißt, es stehen ja doch zwei Konzepte gegeneinander. Nein, es gibt eine Möglichkeit, und das kann man heute einmal ganz deutlich sagen. Es gibt nur eine Möglichkeit, dass im Aufsichtsrat, der ja eigentlich gar keine Funktion hat, weil er ja kein Geld hat. Er akquiriert ja kein Geld und er kann auch kein Geld bringen, weil es gibt ja nur einen Geldgeber. Der Geldgeber braucht den Aufsichtsrat nicht. Der entscheidet autoritär, so wie er auch ist. Das ist auch in Ordnung, das ist ein erfolgreicher Mann. Es gibt eine Möglichkeit, dass man mit einem starken Aufsichtsrat, dass man die Position auf die Leidenschaft und die Begeisterung bringt. Und mit dieser Begeisterung muss man Herrn Kühne überzeugen, ja, dass man ein gemeinsames Konzept erarbeiten muss, wo er eine bestimmte Rolle spielt, weil das, was er wollte, ist schiefgelaufen. Das wird auch nicht wieder funktionieren. Ist das denn realistisch? Man muss jetzt, Jan, das ist die einzige Möglichkeit. Es ist immer eine Möglichkeit, Menschen zu verändern und zu beeinflussen, dass er sagt, erkenn doch mal, dass wir hier keine Einnahmenmöglichkeiten haben, dass wir die Ausgabenmöglichkeiten haben. Gibt es nicht eine Möglichkeit? Ich meine, ich sage mal, ich habe den Satz zu Ende sagen dürfen. Ich habe doch gesagt, ich war der größte Gegner von Herrn Kühne. Heute sage ich, es geht gar nicht mehr ohne ihn, ja? Weil es keine Bank Geld gibt, weil es keinen anderen gibt. Ich kenne keinen. Ja? Es übersteigt alle unsere Möglichkeiten, weil 20, 30 Millionen ist heute nichts mehr im europäischen Fußball. Und Hamburg will nicht auf Dauer 15. und 14. werden. Aber wem trauen Sie das zu, was Sie sagen? Mit Kühne vielleicht zu verändern? Schafft das ein Heribert Bruchhagen? Es gibt ganz wenige Leute. Wenn Sie... Ich war bei Ihnen mal in einer Sendung, habe ich ja irgendwas Deutliches gesagt. Er muss im Grunde auch seine Gegner zu Freunden machen. Ne? Dazu gehöre ich zum Beispiel. Ne? Ich will nicht in den Aufsichtsrat, ich will nur sagen, man muss jetzt mal ein hochprofessionelles Geschäft aufgrund der Situation machen, wo jeder mal sein Ego zurücknimmt und wo wir sagen, wie kann das aussehen? Dann muss man neu nachdenken. Mit dem Zeitzeichen. Lass Heinrich noch ein kurzes Schlusswort, weil wir sind so mit der Zeit. Dass Kühne nun Investoren verhindert, sehe ich nicht so. Jürgen, lass mich mal zu Ende reden. Wenn ich nun von jemandem gesprochen habe und dann ist es momentan so, dass sein Gedanke der erste ist, ich unterhalte mich mit Herrn Kühne und wir unterhalten uns über ein Konzept. Das meine ich doch. Zusammen. Das ist der beste Cliffhanger. Wir haben noch mit keinem vom HSV gesprochen. Ja. Aber das Gespräch zwischen Kühne und dem neuen Investor. Wir sind, ich kriege die wildesten Zeitzeichen. Ich wollte eigentlich noch eine Schlussrunde machen. Wir versuchen die mal ganz kurz, weil wir noch bis zu unseren weihnachtlichen Feierlichkeiten, auf die wir uns gemeinsam ja auch freuen, noch drei Spiele haben, ja, im Winter. Da kommt Wolfsburg, da kommt Frankfurt und dann geht es nochmal nach Gladbach. Also wieder drei Spiele. Du hast letztes Mal gut getippt. Ich frage mal alle einmal durch, wie viele Punkte sind denn noch drin, um die sportliche Situation weiter zu entspannen? Ganz schnell. Also realistisch drei Punkte. Heinrich? Drei Punkte. Vier. Hollo? Vier. Vier. Siehst du, mit vier hat man letztes Mal, also Heinrich und Thomas Helmer haben gut gelegen. Ich sag insofern, fünf. Du sagst fünf. Ich sag 27. Nee, das kann Thorsten dann machen. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende einer munteren Runde. Satire-Sendung, oder? Ja, wir sind aber auf dem Wege heute, habe ich das Gefühl. Und das ist ja auch nicht immer das Schlechteste. Spaß muss sein, sage ich immer. Sonst gibt es auf der Beerdigung nichts zu lachen. In dem Sinne, schöne Weihnachten. Wir wünschen Ihnen ein unvergessliches Weihnachtsfest, liebe Zuschauer, und eine Silvesternacht, an die Sie sich nicht mehr erinnern können. In dem Sinne, alles Gute. Wir sehen uns wieder am 18. Januar. Danke in die Runde. Schöne Danke Weihnachten. Danke ans Publikum. Toi, toi, toi für den HSV. Tschüss. Danke. Tschüss. Guck mal, ich esse jetzt so einen Weihnachtsmann. Ja, hier. Ich auch. Nee, lieber den kleinen erstmal. Nachspielzeit, der Hamburg 1 Sport Talk, wurde Ihnen präsentiert von Auto Wichert.
mit freundlicher Unterstützung unserer Partner.